Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Line War. Heute spiele ich gegen Tinator. Ich habe mal gerade dein Ranking gecheckt, also beziehungsweise wurde auch mal eingeblendet. Und er ist bei gut 28 Punkten und ich bin bei knapp 38 Punkten. Also schon ein gewisser Unterschied, aber bei Line War heißt es nicht immer so viel, weil es gibt ja auch nicht so Riesenmassen an Spielern. So. Dann gucken wir mal. Wir haben ja eine relativ große Landkarte und wie ich das sehe, keine echte Insel, außer das eine Gebiet hier unten. Ja, der Rest ist alles nur Halbinseln. So, ich würde behaupten, der Großteil der Landmasse und vor allem der große Energie ist auf der linken Kartenhälfte. Das heißt, ich werde auf jeden Fall versuchen, da zu starten und wähle einfach mal hier den Punkt. Das sieht ja auch so, okay. Von daher lasse ich mich ein bisschen zurückfallen. Ich glaube, wenn ich jetzt vielleicht hier so starte und dann mich hier oben hin noch ausbreite mit den Gebieten, die ich auswähle, dann habe ich hier einen ganz guten Zugriff auf die Karte. Von daher probieren wir das einfach mal. Hier drüben auf der rechten Seite gibt es drei Städte und hier gibt es eins, zwei, drei und hier oben noch ein paar Dörfer. Spannend, er hat genau das gleiche gewählt wie ich. So, jetzt habe ich ja die Möglichkeit, also ich kann mir versuchen, hier zwischen noch zu setzen, das ist mir zu riskant. Ich wähle jetzt einfach mal das Gebiet hier und würde dann vielleicht sogar hier so durchpicken, wobei es die Frage, ob es so riesen Wert hat. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne, wenn er nicht direkt neben mir steht, auch mit einem mit ein paar Flugfeldern, mit einem Airfield auf jeden Fall mindestens starten, vielleicht sogar mit zweien. Mal gucken. Ich pick mal hier so, okay. Okay. Dann picken wir einfach mal hier. Mittlerweile sind die guten Startpunkte einfach alle weg sozusagen. Ne? Also man könnte jetzt noch überlegen, vielleicht hier zu picken. Das wird, wenn er jetzt hier nochmal mit mir überschneidet, dann picke ich das nächste Mal hier. Und wähle dann einfach hier die Gebiete aus, die da angrenzen. Ich denke, das da müsste noch mitpicken können, wäre ich mir ein bisschen, ja, ich würde dann eher vielleicht hier picken. Dann die beiden noch dazu nehmen und dann hier und hier und hier. Wenn ich natürlich Pech habe, ist er genau hier und dann kann ich hier nicht mehr picken, aber das wird man alles sehen. Ja, das ist sehr hypothetisch. Gerade muss ich erstmal darauf warten, dass er pickt. Ja, die Picking-Phase ist also schon spannend. Ich meine, mittlerweile haben es die meisten Spieler gecheckt, dass man gerade bei so einer großen Landmap immer in der Mitte starten sollte, weil man einfach von da aus die beste Chance hat zu expandieren. Und genau, jetzt haben wir hier eine Startlocation. Ich habe halt relativ wenig Wald und Berge in dem Gebiet drin. Das heißt, er wird relativ gut sehen können, was ich baue, falls wir uns dann relativ bald auch finden. So, ich habe jetzt nicht direkt am Anfang da. Ich schicke jetzt erstmal die Leute los. Und jetzt überlege ich, was ich baue. Ich mache mal jetzt eher so einen variablen Start, sage ich mal. Und versuche aber hier mal die größeren Gebäude so ein bisschen zu verstecken. Bleib jetzt hier auch ruhig auf Helis. Mach zwei Aris, danach ein bisschen Luftabwehr. Und dann gucken wir, was wir so finden. Ne? Okay, also hier unten haben wir ihn schon mal gefunden auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Dass wir wissen, wo er ist. Er weiß natürlich auch, wo wir sind. Also kein Vorteil, sondern einfach nur eine gewisse Planbarkeit. So. Macht das erstmal irgendwie, dass es hier schon mal losgeht. Dass die Einheiten nicht irgendwann stehen bleiben. Da muss man vielleicht gleich noch ein bisschen anpassen. Informationsmäßig, also ich meine, die Kasernentypen vorne ist es vielleicht, weil ich ein bisschen weiter im Inneren bauen sollen. Die ist vielleicht ein bisschen aggressiv platziert jetzt hier. Aber gut. Was ich auf jeden Fall gut hinkriegen sollte, ist hier meine Ölfelder zu beschützen. Weil selbst wenn er jetzt hier. Okay, die natürlich auch sehr viel Öl. Aber wenn er versucht, die anzugreifen mit Fliegern, muss er halt irgendwie über mein Gebiet drüber und ist die Frage, ob die überhaupt in Range sind, können wir aber checken. Also wenn jetzt, gehen wir davon aus, er hat irgendwo hier seine Flugfelder gebaut oder vielleicht, dann kommt er an das Öl hier hinten, wahrscheinlich gerade noch so dran, na gut. Genau, also die ersten beiden Aris sind fertig. Ich werde die Aris jetzt einfach mal hier vorschicken und werde aber meine Flugabwehr eher mal hier hinten sammeln. Ich habe jetzt natürlich noch keine Ahnung, was er wirklich hat. Das heißt, ich schicke es aber direkt mal ein Heli los. So, da sehen wir schon die erste Luftabwehr, die er baut. Das heißt, der Zug ist eh abgefahren, dass man da das vermeiden kann.
Okay, und er hat aber auch auf jeden Fall Doubles Airport gebaut. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier erstmal die Ari raus und bauen jetzt erstmal ein bisschen mehr noch Luftabwehr. So, was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Ich habe gar nicht den Heli da reingesetzt, aber ist vielleicht gar nicht so falsch. Weil ich frage mich gerade, ob ich das überhaupt möchte dann. So. Den Kampf hier kann ich aber eigentlich gar nicht gewinnen. Ne? Das heißt, ich ziehe mich mal hier ein bisschen zurück. Aber normal zurückziehen bitte, nicht du, nicht sprinten dabei. Und jetzt muss ich ja einfach gucken. So. Jetzt soll ich ja gucken, dass meine Ari auch da steht, wo meine Sam-Units sind. Ich mache jetzt auch die Ari, bewege ich jetzt hier einfach wieder raus. Soll der Infanterist cappen. So. Wieso ist es denn hier immer auf Sprinten gestellt? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Oder ist hier auch, das ist gar nicht gut. Gut, hier habe ich sinnlos Infanterie verloren, das wird so nix. Ich werde jetzt einfach meine Helis mal hier runterschicken. Habe ich ja auch so ein paar auf Vorrat. Und werde jetzt aber auch dann hier direkt mal Gas ausbauen, dass ich die auch wirklich einsetzen kann. So, jetzt kommen hier die ersten vier Striker an, um meine Kaserne zu vernichten. Das schaffen die wahrscheinlich sogar auch, das ist schlecht. Aber die hoffen, dass ich sie zumindest ein bisschen dafür bestrafen kann. Das ist gerade so meine Haupthoffnung an der Stelle. Ne, kann ich nicht. Die kriegen die ab for free gekillt. Das war auf jeden Fall ein huge Blow schon mal für ihn. Also es sieht ganz gut aus für ihn gerade. Bisher hat er mich gut unter Druck. Was halt für mich spricht so ein bisschen, dass ich hier besser expandieren kann. Ich muss halt gucken, dass ich ihn vielleicht hier abgeschnitten bekomme. Ist aber jetzt gerade noch nicht unbedingt in Sicht, ne? So, jetzt habe ich hier unsere Infanterie vernichtet. Ich werde jetzt mal meine Helikopter irgendwo hier hinten sammeln. Und jetzt vielleicht einfach mal hier mit allem, was ich habe, hier in den Wald reinpushen, dass ich da mal irgendwie so einen kleinen Foothold kriege vielleicht. Das hier machen wir so. Der eine soll das fertig cappen. Und jetzt denke ich, ich brauche einfach viel Luftabwehr. Er setzt auf Double Striker. Das ist, kann man nicht ignorieren einfach. Dass man da einfach halt auch dementsprechend drauf reagieren muss. So, die Samuel soll ruhig mitschießen, soll halt nicht tanken. Die soll möglichst hinter hier der Infanterie sein. Die soll auch nicht die ganze Zeit rumfliegen, es kostet eine unendliche Energie. Aber hier kann ich jetzt auch nicht in den Wald reinfliegen, weil ich wette, da hat er mit Sicherheit. Mit Sicherheit hat er da, Samuels drinstehen. Ich will jetzt einfach mal in den Wald reinkommen, dass ich ein bisschen Vision habe. Schicke jetzt hier unten nochmal meine Helis hin. Genau. Und das ist ja eigentlich eine ganz gute Kombination. Die beiden Infanteristen, die so ein bisschen tanken einfach. Und die Sam-Units, die können so ein paar Einzelinfanteristen gut ausräumen auf jeden Fall. Und er setzt massiv, meiner Meinung nach, hier auf Sam-Units. Jetzt aber auch eine Ari schon mal stehen. Jetzt hier aber gleich auch mal ein paar mehr Aris mit reinnehmen, denke ich. Ja, wobei ist die Frage, ne? Eine vielleicht noch, hier noch, irgendwie so. Muss echt aufpassen. Also wenn es halt immer, wenn man es halt nicht schafft, genug Sam-Units zu haben, dann wird es halt irgendwann richtig, richtig übel. Und ich habe jetzt halt auch das Problem, dass ich relativ wenig Infanterie produziere, weil er mir die eine Kaserne zerstört hat, so. Unter seinem Captain, das sollen die Helis auf jeden Fall machen. Das fliegen hinten, wie wir sehen können, seine... Ah ne, fliegen nur da zur Seite hin anscheinend, oder? Ich weiß es gerade nicht. Könnte mich auch täuschen. Ne, ich habe das Gefühl, die haben noch eine weitere Mission. Ne, anscheinend doch nicht. Okay, also jetzt habe ich hier einen ganz guten Überblick, was er so baut. Das ist immer ganz gut, so ein bisschen Vision zu haben, ne? Ich sehe, jetzt hat er auf jeden Fall zu viel Ari für mich. Das kann ich eigentlich so gar nicht schaffen. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich einen höheren Ari-Count kriege als er. Ich brauche aber auch genug. Ah ja, okay, das können wir vielleicht angreifen. Aber aktuell hat er noch zu viel am Start. Aber das wird auf jeden Fall, das ist ein Fight, den ich gerne nehme. Und ich nehme jetzt auf jeden Fall hier meine Helis in irgendeiner Form mit dazu. Und sei es nur dazu, dass die hier die Kaserne von ihm, nicht die Kaserne, die Fabrik von ihm killen. So, die Samuels dürfen auf keinen Fall sterben. Aber das ist sehr schön. Es ist fortig, hier nämlich da reinzugehen. Das wird er auf jeden Fall hier auch seinen Striker-Count ordentlich reduzieren, denke ich.
Da bin ich positiv gestimmt, genau. Es gehen schon die ersten Striker durch. Meine Helis können mitfighten so ein bisschen. Da kommen jetzt auch die restlichen. Seine Samuels kommen jetzt ein Stück zu spät. Ich habe einfach die Hoffnung, dass ich dadurch jetzt seine... ...seine Ari so ein bisschen reduzieren kann in einem Maß, was... ...das gerade den einen Heli mal ein bisschen beschießen. So, jetzt breche ich ab. Positioniere mich neu und setze auch direkt hier einen Move-Befehl, weil sonst landen die einfach zu nah dran, dann habe ich Probleme. Oh, mehr Ares auf jeden Fall. Okay, das ist Quatsch, die da vorzuschicken. Ich schicke sie wieder nach hinten. Aber seine ganzen seine ganzen Striker gehen jetzt hier down. Gut, also ich habe anscheinend genug Luftabwehr gebaut. Ich habe jetzt nur zu wenig am Boden. Das ist aktuell so ein bisschen mein Problem. Helis lasse ich jetzt hier hinten landen. Jetzt muss ich halt überlegen, wie ich weiter vorgehe. Möglichkeit 1 ist, ich lasse meine Helis erstmal landen und schicke sie dann aber hier rüber. Vielleicht sollte ich auch wieder die... Lass sie mit Interceptoren, glaube ich, doch mal. Gibt es eine, Geschichte eigentlich ganz gut im Griff, denke ich. So, ich hoffe jetzt mal, dass meine Helis jetzt hier vorbeikommen. Ich mache jetzt auch mal Speed Move. Dass die mal alle schnell darüber fliegen. So... Das können sie angreifen. Sehr schön, die Ari habe ich down bekommen. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Okay, der Elidar hat irgendwie seine eigene Mission. Ja, das ist schlecht, wenn er seine eigene Mission hat, weil jetzt fliegt er aber in die ganzen Thames rein und ist damit tot. Oh, Helis, bitte, was macht ihr denn? Leute, wo wollt ihr hin? Okay. Ja, das ist das Problem, wenn die Helis einfach machen, dass sie Bock haben. War nicht so schlau. Und den Helis. Der wird auch noch sterben, befürchte ich. Bis er wieder hochkommt, ist er tot. Na, komm, wo sollst du denn fliegen? Flieg. Der brennt wahrscheinlich schon, sieht man nur nicht. Gib mir so ein bisschen die Vision. Okay, der kommt raus, sehr gut. Neuer Versuch. Helis hier hin. Ich könnte natürlich auch meine Interceptoren, also meinen einen Interceptor noch starten, aber ist eigentlich Quatsch. So, der Befehl hier vorne, den kann ich abbrechen, das ist Käse gewesen von mir. Ich ziehe mich jetzt mal ein Stück weiter zurück, weil sonst marschieren meine ganzen Leute einfach nur einzeln da rein. Und ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier ein bisschen weniger Sams produziere. Immer wenn ich gerade drauf gucke, oh Gott, ich muss vor allem ein bisschen mehr produzieren generell. Das war ganz schlecht von mir, geschlafen hier, was das angeht. Expansion läuft noch. Da muss ich mehr drauf achten, auf solche Geschichten. So, also wir sehen es, er pusht jetzt hier ordentlich rein. So, meine Heli sterben alle, weil ich nicht aufpasse. Ganz schlecht, ganz, ganz schlecht von mir. Und ich brauche jetzt einfach mehr... Hilft dir alles nichts, ich brauche einfach mehr Aris. Ich brauche viel mehr Aris. So, hier keine Sam-Unit bitte mehr. Sobald hier eine Sam-Unit rauspoppt, nehme ich die Sam-Unit aus der Produktion raus. Hier ist gar keine drinne, ist gut. Hier wird auch gar keine drinne sein. So, was ich auf jeden Fall verteidigen möchte, ist hier vorne die Geschichte mit den mit der Factory. Das soll auf jeden Fall verteidigt werden. Kann's auch raus und hier kann es auch raus. Und jetzt brauche ich einfach auch ein bisschen Infanterie noch dazu. Helis, da habe ich noch ein Heli, okay. Die Helis kann ich da hoch mal schicken. Da können sie gerne was machen. Interceptoren schicken wir einfach mit dazu. Und die Infanterie hier muss jetzt einfach auch wieder weiter cappen. Das bringt ja nichts. Ich brauche die Infanterie einfach da hinten. So, jetzt ist halt die Frage, ob ich das hier gebacken kriege mit meinen Aris, seine Aris zu besiegen. Okay, da geht es erstmal in defensive Position. Das spielt mir in die Karten, denke ich. Vielleicht spielt es auch ihm in die Karten. Werden es dann sehen. Aber aktuell hätte er einen größeren Ari-Count. Von daher denke ich, macht Sinn, dass. Also für mich macht das mehr Sinn, dass er halt stoppt. Vielleicht liege ich da aber auch falsch. Aber jetzt müsste ich eigentlich ganz gut gegen pushen. Ich weiß halt. So, jetzt macht er hier die Geschichte, dass er anfängt, sich einzugraben. Und das countern wir jetzt ganz einfach, indem wir sagen: Alle Aris bitte. Ne, genau, mit E-Befehl. Alle Aris hier rüber bitte. Aber bitte so. So, jetzt fängt er an, hier drüben
seine Striker hinzuschicken anscheinend. Das heißt, wir schicken mal den Interceptor auf jeden Fall dahin. Und jetzt machen wir hier den Befehl. Irgendwie so. Und dann hier mit A. Mit A bitte. Hallo. Angriffsbefehl, genau. Wir verlegen schon unsere SAM-Units so ein bisschen. Mal gucken, wie jetzt darauf reagiert. Weil an sich counter ich jetzt perfekt seine Formation hier unten. Mal schauen, ob es auch klappt, was ich vorhabe. Bisschen mehr Kasernen. Die Ari bitte halt auch an die Front. Da fehlt der passende Befehl. Das ist nur verwirrend. Dann machen wir hier mal ein paar Kommandos und schicken die Kommandos hier runter. So. Genau, jetzt kämpft er dagegen an. Das macht von ihm aus Sinn. Okay, also er hat es gecheckt und ich hab wiederum im Gegenzug nicht aufgepasst. Muss er hier mal anpassen. Aber er hat auf jeden Fall seine Truppen rübergezogen. Und jetzt können wir aber wunderschön hier den da machen. War mit allem einfach in die Flanke rein. Und da bin ich auch recht zuversichtlich, dass das gut funktioniert. Machen wir so. Jetzt glaube ich, habe ich ihn ganz gut outmanövert. Gut, wir sehen jetzt ja schon die Trüben am Captain. Das heißt, ich muss gucken, dass ich unbedingt ihn da irgendwie aufhalte. Aber es geht natürlich auch hier um die Hauptfront. Die muss natürlich auch gewonnen werden. Ich denke, dass hier die Flanke ganz gut ist. So, jetzt gucken wir, ob wir hier auch noch irgendwie hinkommen. Er hat ein paar Tanks dazwischen gestellt. Ist gar nicht so falsch von ihm auf jeden Fall, die Tanks. Macht Sinn. Mein Income ist mittlerweile ziemlich im Eimer, oder? Aber ein bisschen habe ich was über. Muss aber mal gucken, dass ich ein bisschen Eco ausbaue in irgendeiner Form. Und ich schaue auf jeden Fall auch mal, dass ich keine weiteren Truppen da hochschicke. Die eh schon oben sind, können ruhig weitermachen. Aber keine weiteren Truppen da hoch, bitte. So. Gut. Okay, jetzt hier kriege ich das weggebombt. Die eine Barracks. Die eine Barracks, sage ich schon. Die eine Factory, das ist nicht gut. Aber gut, so passiert das halt. Im echten Leben. Das hier können wir mal wegmachen. Das klappt nämlich nicht. Und ich flankiere ihn lieber. Also die Flanke gleich jetzt aber sterben. Ich konzentriere mich jetzt auf die Flanke, die läuft. Und würde dann praktisch so da reinpushen. Das wäre der Plan. Ich nehme jetzt hier auch mal die Sam-Units raus. Das ich mache so das Ganze. Ja, aber das läuft eigentlich ganz gut hier. Kann man nichts sagen. Ich muss gucken, dass ich jetzt für meine Truppen an der Front auch schütze, weil er geht jetzt nämlich nach vorne. Aber es wird eigentlich hier schön meine Sam-Units reinfliegen. Das heißt, die sterben jetzt alle, die Striker. Hier fahre ich ein bisschen zu nah an die Sonne ran sozusagen. Genau, habe jetzt aber hier ganz ein gutes Gefühl eigentlich wieder. Ich wollte ein bisschen Eco ausbauen, ne? Das ist ja generell so ein Thema, was ich immer gerne mal vernachlässige. Dann fange ich jetzt einfach mal damit an, das auch zu machen. Wo ist denn mein anderer Interceptor hin? Der ist tot, leider. Ja, muss ich jetzt. Er baut jetzt Interceptoren, das heißt, da muss ich gegensteuern. Und, weil das schließt aber alle meine Helis ab. So, seine Striker sind jetzt aber eigentlich mittlerweile relativ nutzlos. Das ist sehr gut für mich. So. Jetzt mal hier mehr auf Interceptoren. Ah, okay. Okay, er hat auch jetzt angefangen, Kommandos auszubilden, wie es aussieht. Okay, jetzt sind auch die ersten Kommandos von hinten angekommen anscheinend. Ich switche jetzt hier mal komplett auf Kommandos bei der einen Kaserne. Brauche ich nochmal eine weitere Kaserne dazu, sobald ich kann. Na komm, die könnt ihr euch helfen mit einem Kommando. Macht ihr auch, gell? Wenn man es mit Angriffsbefehl, wir müssen aber die Kommandos countern. Bringt ihr alles nichts. Aber nichtsdestotrotz, der Push hier vorne läuft. Und seine Striker sind halt sehr eingeschränkt, was seine Bewegung angeht. Wir machen den Push jetzt weg und versuchen uns einfach hier runter zu pushen. In die Produktionsline rein. Schön gedeckt vom Wald. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl eigentlich bei. So, hier, die sind durch. Das heißt, die können es am Anfang das hier ein bisschen einzunehmen. Like it. So, hier drüben auch. Auch ruhig hier runter. Noch eher so irgendwie. Das macht ruhig mehr Sinn. Muss halt gucken, dass ich jetzt hier einfach genug Infanterie reinschicke. Und das werde ich jetzt auch noch ein bisschen reinforcen, aber schön hier hinten, da wo es sicher ist.
Hier hatte ich ja vorhin auch gesagt, ich möchte gerne noch mehr Kommandos bauen. Ich werde jetzt hier mal, auch wenn es so ein bisschen weh tut, mal hier ein paar Units sammeln. Ah ja, okay, ich sehe gerade, er fängt an jetzt hier hinten rein zu fliegen. Weil die Frage, ob das so sinnvoll ist, ne? Jetzt sieht man es ganz schön, jetzt hier seine Striker fliegen jetzt schön alle mal in Luftabwehr rein. Der eine ist da oben noch beschäftigt. Aber der eine Striker ist jetzt nicht so das Problem, ist ein zweiter unterwegs. Er bricht ab, oder? Ne, macht er nicht. Gut. Scheint zu laufen halbwegs. Muss halt aufpassen, dass seine Tanks mich hier nicht zu sehr in Probleme bringen. Eigentlich fighten wir hier im Wald, das heißt, seine Tanks sind sehr, sehr langsam. So, hier sind ein bisschen Infantry-Fights, aber ich habe hier einen ganz guten Count, also er hat zu wenig auf jeden Fall. So, kann jetzt nochmal gucken, ob ich vielleicht meine Luftwaffe nochmal hier hinschicke. Ich habe das Gefühl, er hat da keine Luftabwehr, ich könnte mich auch täuschen. Dementsprechend muss ich irgendwas schauen, dass ich da auch drauf achte. So, jetzt habe ich hier so eine kleine Defense-Unit gesammelt, einfach nur um seine Kommandos zu countern, falls da nochmal welche kommen. Ich gucke jetzt auch mal mehr hier hin. So, jetzt kommen hier seine Interzeptoren, um meine Geschichte zu countern, meine Helis. Ja, jetzt sollte er aber bitte seine Interzeptoren killen. Genau, das müsste jetzt eigentlich ganz gut klappen. Noch nicht so richtig, aber... Okay, sehr schön, sehr schön. So, erfolgreich, ich breche das mal ab, die sollen sich erstmal wieder sammeln jetzt. Und ich denke, ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr Income als er. Kannst du natürlich nicht beziffern, aber ich habe das Gefühl, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme mir mehr voran einfach als er. Fange jetzt aber trotzdem an, noch mein Income ein bisschen zu pushen, nämlich ein bisschen Eco ausbaue. Das eine hier oben fehlt noch, danach können wir hier runter. Das wollte ich nicht klicken. Das kann alles weg. So. Runter mit euch. So, mal ein bisschen aufräumen meiner Backline. Hier unten wurden alle gekillt, da können wir eigentlich auch noch ein bisschen was hinschicken, also macht das, glaube ich, mehr Sinn. Und jetzt gucken wir, was hier vorne passiert. Das sieht aber eigentlich alles ganz gut aus. So, jetzt müsst ihr langsam seine Fabriken alles zerstören. Könnt ihr natürlich auch einfach hier reinpushen, ne? Spricht eigentlich auch gerade nichts dagegen. Muss halt immer nur gucken, dass ich meine Sam-Units nachziehe und dass ich dann auch noch ein, zwei nachproduziere. Weil eigentlich habe ich genug, ja. Ne, wir lassen es einfach. Und irgendwie hat er hier drüben jetzt auch nicht mehr viel unterwegs. Er scheint jetzt alles hier darauf zu fokussieren, sich zu verteidigen. Meine Helis und Interzeptoren kann ich gerade gar nicht großartig einsetzen. Weil die halt hier über seinen Sams drüber fliegen würden, ne? Aber ist auch egal, ich brauche die halt auch gar nicht mehr an der Stelle. Ich muss nur gucken, dass ich meine Sam-Units gescheit platziere. So, Interzeptoren werden jetzt eingestellt. Wir produzieren jetzt hier nur noch... Helis und ich meine hier, das meiste müsste jetzt einfach schon dadurch laufen, dass wir könnte jetzt natürlich auch sein, dass, oh ja, hier, dass er anfängt sich hinten rum zu bewegen, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, dass das jetzt einfach anfängt, genau, da kann ich jetzt aber einfach mal Luftwaffen einsetzen, ich schicke jetzt einfach mal meine Interzeptoren hier mal drüber, die Helis, die mitkommen, können auch gerne mitkommen, die nicht, die lassen es halt einfach. Mal meine Sam-Units neu positionieren. Der Befehl ist ein bisschen suboptimal. Der eine will einfach nicht das Befehlsverweigerer, wie auch immer. Genau, also hier oben, das läuft alles soweit. Hier, das läuft auch. Und ich sehe auch gerade, ich hätte eigentlich gedacht, dass er hier schon mehr ins Landesinnere gekappt hat, aber da er das nicht getan hat, ist es definitiv. Aber hier hat er noch ein bisschen was. Niemand seine Aussage zurück. Aber man sieht ja, ich bin bei ihm einfach am Durchkommen gerade. Ne? Seine Frontline ist einfach befallen und ich bin in seiner Production Line. Das heißt, da wird nicht mehr viel kommen. Also eigentlich ist das ziemlich vorbei, denke ich. So. Am meisten Sorge bereiten mir jetzt hier noch die Kommandos, aber die habe ich jetzt eigentlich auch ganz gut im Griff, denke ich. Ah, okay, hinten versucht jetzt nochmal so ein bisschen gegen zu pushen. Die mal dazwischen. Bauen hier nochmal zwei Kasernen hin. Und dann machen wir jetzt einfach mal hier einen Move, der irgendwie hier so lang läuft.
Infanterie und Kommandos. Und dann sollte es auch laufen. So. Hier haben wir die Fabrik eine weitere zerstört. Hier sind wir jetzt auch schon mittlerweile an den Flugplätzen dran. Das können wir auf Angreifen stellen. Dann tappen die auch mit. Oder cappen die auch mit. Das gleiche machen wir jetzt hier auch. Das ist irgendein Missklick gewesen. Keine Ahnung. So, und wenn wir das hier haben, machen wir mit denen da. Und das ist GG. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Also ich denke, was war der Schlüssel hier? Der Schlüssel war auf jeden Fall nicht seine Striker zu unterschätzen und die schnell mit vielen Sam-Units zu countern. Das heißt, ich hatte am Anfang sehr, sehr viel Sams gebaut und habe damit eigentlich sichergestellt, dass seine Striker keinen Riesenschaden anrichten können. Nichtsdestotrotz haben sie eine Barracks und eine Factory für mich gesniped. Aber er hat auch viele Striker verloren. Ich glaube, das war jetzt kein Riesenvorteil. Und er hat natürlich auch die beiden Flugplätze dafür investieren müssen, dafür, dass er gar nicht so viel machen konnte mit seinen Strikern. Dann war natürlich die Transition wichtig, dass ich halt irgendwann rechtzeitig genug Aris baue, damit ich seine Aris bekämpfen kann. Das ist aber auch mir gelungen. Er hat dann eine Verteidigungslinie aufgebaut, die habe ich dann versucht zu flankieren. Daraufhin hat er seine Verteidigungslinie wieder abgebaut. Und dann lief das aber ganz gut, weil er dann meine Flanke sozusagen entgegengepusht hat. Und dann konnte ich wieder seine Flanke von seiner neuen Frontlinie wiederum mit meiner Infanterie ein paar Aris pushen. Und dann habe ich ganz gut den Bodenkampf unter Kontrolle bekommen. Und ab da war es dann eigentlich, ging es nur noch ja, nach vorne für mich. Ne? Den Kampf im rechten Kartenteil habe ich auch ganz gut im Griff gehabt. Und konnte seine einzelnen Units, die er gekappt haben, übermannen. Sozusagen mit ein bisschen Heli-Unterstützung meiner Infanterie. Und dann lief das. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.